Na dann los, liebe Leute. Diesmal wird geschlichen, das ist entspannter. So, ich meine mich zu erinnern, dass die Linse irgendwo am Rand stand. Also irgendwo an der Küste. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ganz, ich glaube sogar hier am Schiff. Ist ja auch geil. Was bewacht er denn hier? Wand. Man weiß ja nie, was von der Wand kommt, ne? Nee, hier ist nur ein Vorkommen. Ach ja. Armor Crate. Es kann sein, dass es vielleicht so hier vielleicht sogar schon die Stiefel drin sind. Gucken wir mal. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Okay. War es nicht. Aber ich habe da was Grünes gesehen. Ja, damit können wir jetzt anfangen. Das kommt ins Auktionshaus. So, dann schleichen wir hier mal weiter. Hier in dem Schiff sind, glaube ich, Schließkassetten, die ich für irgendeine Schurkenquest baue, zum, ich glaube, zum Schlösser lernen. Zum Schlösser knacken lernen, ne? Also, wir sind ja kein Schlosser, wir sind Schurke. Schurke! Dahinter ist die Kriegerinsel. Ah. Benötigt Angeln. Tja, wir können angeln, aber wir haben keine Zeit. Oh, wer ist er denn? So, jetzt mal ehrlich, hier war doch... Irgendwo war ja doch der Teleskopständer, wo irgendwer immer aufs Wasser geguckt hat, was da so los ist. Und irgendwo ist ja auch eine Kiste mit Stiefeln. Das ist Essen. Also bei Bergen glitsche ich heute immer so ein bisschen. Also das hatte ich vorhin auch schon bei PlayerUnknowns. Bin ich dann gekrochen, so einen Hügel hoch und da das Spiel dann ordentlich gesponnen. So, ich will hier irgendwann nochmal fertig werden, deswegen laufen wir jetzt mal ein Stück. Fraggle, do not drop. Ich fürchte ja, das ist es. Das heißt, ich werde hier platt machen müssen. Oh, ich würde auch gerne mal angeln, ne? Aber erstmal platt machen. Also, heißt es überhaupt Fraggle oder Fragile? Weil Fraggle hört sich schon ein bisschen komisch an. Also. Unser Plan fürs Wochenende. Ihn töten wir gleich, weil er hier Patrouille läuft, der mir auf den Sack geht. Er kriegt eine Kopfnuss und ihn mache ich fertig. Oder auch nicht. Oder sind halt alle. Gut. Oh, oh.
Ja, willst du Gott zum Lachen bringen? Erzähl ihn von deinem Plan. So, zweiter Versuch. Neuer Plan? Er kriegt eine Kopfnuss, weil er der Fernkämpfer ist. Okay, oder wir warten kurz, bis die Serververbindung wiederhergestellt ist. Vielleicht ja sogar jetzt. So, es hat ein Weilchen gedauert, aber wir sind wieder da. Und unser Auftrag ist nach wie vor der selbe? Moment. Sollte ich hier nicht was looten? Das ist doch. Das ist doch nicht wahr. Hier war doch eine Kiste. Die scheint wohl sehr flexibel zu laufen, die Kiste hier. Gut, dann halten wir es auch flexibel und das ist ja witzig. Der ist noch der. Der ist noch im Kampf. Naja, was ist mit ihm hier? Ja, auf jeden Fall ist hier irgendwo. Jetzt mal dieses blöde Teleskop. So, gehen wir mal raus aus dem Schleichmodus hier. Wollen auch mal vorankommen, ne? Achso, hier sind auch schon andere Leute am Kämpfen. Vielleicht können wir hier. Oh, nicht, dass sie mir hier die Sachen klauen. Was ist hier drin? Eiskalte Milch. Na, sonst gibt's hier nichts zu klauen. Die haben ja aber ordentlich aufgeräumt. Und wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt meine Sachen suche. Ach hier, Fraggle, do not drop. Also das könnte doch was sein. Oh, oh, komm schon. Teleskoplinse. Aber wo ist denn das andere? Ich muss mir das mal kurz durchlesen. Aha, sind also beide in Kisten. Witzig. Ich meine mich zu erinnern, dass im. Naja, ich dachte eigentlich, dass die Linse hier irgendwo rumsteht, aber so kann man sich irren. Ja, da ist es, glaube ich. Aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen was ausrauben. So ihr Brot klauen. Geil. So, jetzt kriegst du auf die Schnauze. Komm her hier. Ach ja, deswegen mag ich ja Dots, ne? Wenn die anderen weglaufen, geht's trotzdem weiter. Warum spiele ich eigentlich keinen Hexenmeister? Da. Das haben wir fertig. Und. Ach ja, ist auch ein Fernkämpfer. Das bringt nichts.
Gib mir den Kram mal zurück. So, was haben wir denn hier noch auf unserer To-Do-Liste? Dried Seeds. Na, eigentlich können wir die auch mal eben machen, ne? Laufen wir mal eben andersrum. Genau. Das machen wir. Wir hauen mal in den Turbogang rein. Piu. Und demnächst müsste ich eigentlich auch... Genau. Die Quest für Northwatch bekommen. Nicht die Leute jetzt schon anlocken. So wie jetzt zum Beispiel. Oh, jetzt haut er mich. Oh, das sind ja immer mehr von denen. So. Das lösen wir mal so. Wobei, ich würde gerne mal sehen, was ich dem so antun kann. Also er kann mir schon mal meine Waffen klauen. Was ist das denn hier nochmal? Rüstungsschwächen. Ob das jetzt so die richtige Wahl war, dafür meine Kombo-Punkte aufs Spiel zu setzen. Ich hab schon wieder mein Schwert, mein Dolch geklaut. Was soll denn das? Oh, jetzt wird's aber... Oh, oh. Aber zum Glück flüchtet er, sonst wäre ich am Arsch. Eine Terramor-Medaille. Irre. So, erstmal kurz leckeren Fisch und dann geht's gleich weiter. Ah, aggressiver Vogel greift mich an. Na komm schon. Oh, der macht mich aber fertig. Oh, der macht mich fertig. Oh, das muss jetzt alles sitzen. Komm schon. Ich brauche Energie. Oh, oh. Oh, oh. Oh, zum Glück haut er ab. Nein. Ich muss näher ran. Das Spiel meint es gut mit einem. So, oh, gibt's sogar mittleres Leder. Ist das irre. So, den restlichen Weg schleiche ich mal lieber. Und kann ja gleich mal meine Taschen gucken. Hier, mittleres Leder kommt hier rein. Kann ich hiervon irgendwas benutzen? Nö. Ich glaube, ich muss demnächst nochmal fischen gehen. Für... Ja, Regenbogen, Thunfisch und Matschnapper. Nö. Aber das will ich auch nicht antun, dass ihr dabei zugucken müsst. Meine Güte, ist auch wieder was los, ne? Viel befahrene Gegend. Alle treffen sie hier, leben im Einklang miteinander. Leben im Einklang miteinander. Aber sobald der Schurke seine Tarnung rausnimmt, gibt's richtig schön aufs Maul. Ich glaube, die Botschaft des Spiels ist einfach, die Welt hasst dich, Spieler. Ganz einfach, weil du ein Spielenerd bist. Aber das ist nur eine Vermutung. Eine von vielen. Genauso wie die Vermutung der Entwickler, dass Giraffen einfach mal bergsteigen. So, hier wird's jetzt dschungelartig, ne? Stranglehorn-Fieber kommt auf. Die Kolka riechen mich schon. Naja, eigentlich riecht mich ja jeder, weil, ne? Tot, ne? So, hier haben wir auch noch Schamanen rumhängen. Ich weiß ja nicht, ich habe mal einen Schamanen gespielt, aber so geil war das denn. Also, ich habe den auch bis Level 55 durchgezogen, aber nur, um den nachher auch Todesritter zu spielen. Weil... Ja, ich weiß nicht, der hat mich jetzt nicht so angefixt, also... Ich muss näher ran. Naja, was weiß ich denn schon. Ist, glaube ich, einfach vom Gefühl her nicht so mein Charakter. So,
Achso, warum habe ich die jetzt eigentlich gesammelt? Ich wollte doch hier die Samenkörner pflanzen. Oh, das sieht aber schön aus. Die kannst du jetzt auch noch öffnen. Achso, ich sollte nur die Seeds testen. Alles klar. Okay. So, ich würde sagen, wir porten uns dann mal. Und, gucken mal, was wir so für den Kram kriegen, die wir hier jetzt gemacht haben. Ja, fette Beute wäre eigentlich schon ganz geil. Du, was ist denn, oh, was ist hier los? Moment, Level 19? Ja, da gehen wir doch mit rein, ne? Oh, und das war's schon für mich. Warum gibt's zwei davon? Das ist irre. Krieg ich dafür irgendwelche Punkte, dass ich den angetickt habe? Geil. Das war ja ein kurzes Spiel. Jäger sind OP. Oh, und jetzt... Ah, jetzt bin ich ja PvP aktiv. Ah! Das heißt, wenn ich jetzt aufstehe, können sie mir gleich wieder einen Schlag in den Nacken geben. Das müssen wir mal näher beobachten. Oh, hier, die Wachen greifen auch schon mit ein. Ist auch ein Toter, der sich angelegt hat. Hm. Ob ich da jetzt eingreifen sollte? Oh, und er ist weg. Und ich bekomme den Kill. Okay. Wir heilen uns mal schnell. Oh. Ob ich das wirklich so zeigen sollte, wie ich hier abgestaubt habe? So. Ist hier irgendwas tot? Wo muss ich denn Dinge abgeben? Crossroads. Hier ist auch eine Quest, können wir gleich mal annehmen. Friede sei so. Mit euch. Was kriegen wir dafür denn? Nichts. Danke. Möge die ewige Sonne. So. Müssen wir gleich noch ein paar Schildkrötenschalen holen. Was braucht ihr? So, consumed by hatred. Bristle Sticks Test. Bristles. Bristleback. Was ist ein Bristleback? You, Schorke! You could help! Ah, every pigment. Alles klar. Muss Schweine töten. Und... seine Frau muss ich finden. Die wahrscheinlich beim Kampf ein bisschen was abbekommen hat. So, ich habe doch gesehen, dass hier noch einer ist, der mir hier was Questmäßiges geben will, ne? Ach, die kann ich noch nicht annehmen. Gut, wir sind faul, deswegen fliegen wir mit dem Greifmeister. Bevor irgendein Allianzer den Zweck zieht. Und guck mal. Stolen Booty. Und dann. Oh. Heilung ist immer gern genommen. Was haben wir ja noch? Milch. Fleisch. Irgendwelche Tierteile. Zweiniges. Ach ja, das können wir mal ins Auktionshaus stellen. Bei Gelegenheit. So, da das Steamweedle-Kartell ja in der Regel ein bisschen kommerzieller eingestellt ist, könnte ich hier vielleicht sogar ein bisschen Kohle kriegen für das, was ich den Leuten Gutes getan habe. Wehe, wenn nicht. So, Klamotte. Hallo, ihr da, auf der Durchreise? Was? Stoff? Na gut, nehmen wir das und das, verkaufen wir. Wird beim Aufheben mal. Ey, so ein Arsch. Ey, was ist denn das? So ein schurkendiskriminierender Kack hier.
Gut, ich würde sagen, hier pausieren wir dann erstmal und gucken dann, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Also, bis dann, liebe Leute!